Hey Freunde des Weggeschehens, schön, dass ihr auch die Woche wieder zu den Nachrichten eingeschaltet habt. Zunächst werden wir selbstverständlich unseren Blick erstmal auf Thüringen richten und uns anschauen, was dort alles passiert ist und warum es passiert ist. Außerdem schauen wir selbstverständlich noch auf Europa und Außenpolitik und haben zum Schluss auch wie immer noch eine gute Nachricht der Woche. Wie schon gesagt, werden wir uns zunächst dem Thema in Thüringen widmen. Das Ganze ist sehr, sehr groß. Verzeiht mir das, wenn ich das jetzt ein wenig simplifiziere an der Stelle. Wir hatten ja die Landtagswahl dort. Jetzt sind die Verhältnisse in dem Parlament geschaffen worden und das Parlament musste nun den Ministerpräsidenten wählen. Der Kandidat der Linken, Bodo Ramelow, hatte mit Rot-Rot-Grün keine Mehrheit, musste sich also auf ein paar Stimmen der FDP, der Union verlassen. Die AfD hat zwar einen eigenen Kandidaten aufgestellt, aber der hatte keine Chance. Lange Rede, kurzer Sinn, die FDP, die nur mit 5,001% der Stimmen gerade noch ins Parlament gekommen ist, hat einen Kandidaten aufgestellt und die AfD hat geschlossen für diesen Kandidaten gestimmt statt für ihren eigenen. Und somit ist der FDP-Kandidat Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er hat die Wahl auch angenommen und ist vereidigt worden. Somit ist es das erste Mal passiert, dass ein Ministerpräsident ins Amt gewählt wurde mit den Stimmen der AfD und nicht irgendeiner AfD, sondern der AfD-Landesfraktion unter Björn Höcke, den man eben offiziell Faschist nennen darf. So ist die AfD nun zum Königsmacher geworden, hat sich hier diesen Titel erarbeitet, feiert sich selbst und das Ganze war eben eine unglaubliche Scharade. Es war zwar Demokratie, er ist demokratisch gewählt worden, weswegen auch viele sagen, eigentlich muss das jetzt auch durchgezogen werden, man kann nicht so oft wählen, bis es passt. Aber auf der anderen Seite war es eben eine Scharade. Es war eine sehr undurchsichtige Demokratie. Die AfD hat nicht für einen eigenen Kandidaten, sondern für einen anderen gestimmt, also viel Strategie, viel Scharade dabei. Und dementsprechend möchten viele jetzt auch, oder gab es einen riesen Aufschrei. Die AfD hat zum ersten Mal jetzt mehr oder weniger Regierungsbeteiligung. Viele hat das eben erinnert an die ersten Jahre der NSDAP damals. Und dass die AfD jetzt auch tatsächlich Macht bekommt. Und das wollte man verhindern. Viele Menschen sind auf die Straßen gegangen. Christian Lindner hat tatsächlich als Chef der FDP bundesweit mit dem Rücktritt drohen müssen, damit Kemmerich sein Amt jetzt zurückgibt. Das wird er tun. Das hat er auch jetzt getan. Das Ganze hat aber eben auch bundesweite Auswirkungen. Erstmal weiß man nicht, wie es genau jetzt in Thüringen weitergeht. Neuwahlen, das will man aber nicht, weil die CDU selber würde fast 10 Prozentpunkte verlieren. Und damit hätte man dann Rot-Rot-Grün die Mehrheit gegeben. Dementsprechend wird auch hier noch weiter taktiert. Bundesweit sind die Auswirkungen auch enorm. Die FDP ist von 10 auf 5% abgestürzt. Die Linke hat dazu gewonnen. Aber auch die AfD verliert hier Stimmen, einfach weil sie so undurchsichtig agiert und sich selbst auch hier nicht als richtig demokratische Partei voranstellt. Mit 9% ist das jetzt ihr schlechtestes Ergebnis seit Jahren. Und der letzte Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass das Ganze nicht nur Nachrichten in Deutschland hat, sondern dass das auch eben in die Welt getragen wurde. Viele, viele ausländische Medien haben jetzt darüber berichtet, dass zum ersten Mal unsere nationalistische Partei an der Regierung irgendwie beteiligt ist, dass die anderen Parteien aufweichen und damit koalieren so in die Richtung. Und das ist sonst in vielen Ländern ja normal, dass die nationalistische, populistische Partei auch zum Teil an der Regierung beteiligt ist. Aber für Deutschland ist es eben ein Novum und das auch aus gutem Grund mit der Vergangenheit, die wir haben. Und somit hat das Ganze eben auch Wellen geschlagen in der Welt. Und jetzt gilt es eben, das Ganze wieder ein bisschen glatt zu bügeln und zu schauen, dass das wieder in die richtige Richtung geleitet wird. Nichtsdestotrotz dürfen und sollen andere Themen jetzt hier auch nicht zu kurz kommen, denn oft genug wird ein Thema sehr prominent behandelt und alles andere fällt hinten runter. Deswegen sprechen wir kurz über die Diskussion um Lebensmittelpreise. Auch das gerade heiß im Trend, alle Nachrichten berichten darüber. Und Aldi, Lidl und Co. sind auch schon ins Kanzleramt zu einem Spitzentreffen eingeladen worden, dass man darüber spricht, dass Bauern zu wenig Geld bekommen für ihre Lebensmittel, dass unfair mit ihnen umgegangen wird. Das Ganze hatte ich ja in älteren Videos schon angedeutet, dass die Deutschen einfach auch zu wenig für ihre Lebensmittel zahlen. Und dementsprechend möchte man jetzt dagegen vorgehen. Bisher ist wirklich nicht viel passiert. Bisher sind es alles hauptsächlich freiwillige Verpflichtungen. Und der Bauer wird in den Schutz genommen und der Verbraucher eben an den Pranger gestellt. Ist die Frage, inwieweit sich das noch ändert, denn jeder muss hier seinen Beitrag leisten. Klar ist, dass die Deutschen zu wenig zahlen. Klar, dass es hier eine Discounter-Kultur gibt. Die Union möchte aber eben auch dafür sorgen, dass auch Menschen, denen es nicht so gut geht, dass die sich eben zum Beispiel auch Fleisch leisten können oder halt Lebensmittel, die sonst wesentlich teurer wären. Und da ist man jetzt ein wenig im Spagat zu sagen, das Ganze soll fair ablaufen, aber wir wollen Fleisch auch nicht wieder zum Luxusprodukt ernennen, beziehungsweise
beziehungsweise eben so, dass es so besteuern, dass es zum Luxusprodukt wird. Das ist eine Diskussion, die wir die nächsten Wochen und Monate verfolgen müssen. Vielleicht zieht sich das Ganze auch länger, aber langsam kommt auch hier ein wenig Bewegung in die Sache. Außerdem sehen wir diese Woche ein Umdenken in der Gesundheitsbranche. Oft haben wir bereits über die Pflege gesprochen, seltener über die Ärzte. Und auch hier steckt ein System dahinter, was absolut in der Krise steckt. Ärzte arbeiten 60 Stunden die Woche, haben 16 Stunden Schichten, müssen am Wochenende arbeiten. Und dementsprechend machen sie auch Fehler. Je länger man arbeiten muss, desto stressiger wird das Ganze. Ärzte sind selber nicht mehr zufrieden, wie das System abläuft. Dass immer mehr Stellen gestrichen werden, obwohl Ärzte benötigt werden. Und dementsprechend gibt es jetzt Warnstreiks, was immer sehr, sehr kritisch und schwierig ist bei Ärzten, weil Menschen werden trotzdem krank, müssen trotzdem operiert werden. Aber es reicht den Ärzten nun langsam. Das funktioniert einfach so weiterhin nicht. Deutschlands Gesundheitssystem ist in den letzten Jahren im internationalen Ranking immer weiter gefallen. Und Jens Spahn zum Beispiel als Gesundheitsminister steht dahinter, hinter den Ärzten. Auch er möchte, dass mehr Ärzte eingestellt werden, dass die Lebenssituation und Arbeitssituation für diese Ärzte verbessert wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eine unionsgeführte Regierung war, die in den Nullerjahren dafür gesorgt hat, dass Krankenhäuser schwarze Zahlen schreiben müssen und so das System geändert hat. Vorher, klar, hat man viel, viel Geld auch in die Krankenhäuser stecken müssen. Dementsprechend war aber dort auch nicht alles so durchkommerzialisiert, wie es heute der Fall ist. Und sieht so aus, als würde es darauf hinauslaufen, dass wir spätestens in den nächsten 10 Jahren wieder eine umfassende Reform hier brauchen. Entweder wesentlich mehr Geld über die Versicherung oder dass auch der Staat wieder eingreifen muss, weil sonst dürfte dieses Gesundheitssystem wahrscheinlich nicht mehr tragbar für die nächsten 10, 15 Jahre sein. Des Weiteren war diese Woche der Weltkrebstag und das Ganze gibt Anlass zur Angst und zur Hoffnung. Angst deswegen, weil wir sehen, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dementsprechend werden wir mehr Neuerkrankungen von Krebs haben. Hoffnung aufgrund von neuen Therapien, die in den letzten 10 Jahren ja explodiert sind eigentlich. Aber gerade aufgrund dessen fordern jetzt zum Beispiel auch Ärzte in Deutschland, der Deutsche Ärzteverbund, ein Verbot von Solarien in Deutschland. Braune Haut ist immer ein Hilfeschrei der Haut, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann und dass wir hier auch eine Abkehr von diesem Schönheitsideal brauchen, weil das einfach nur zu mehr Krebserkrankungen führt und auch andere Schönheitsideale möglich sind, wie man zum Beispiel in Japan oder China sieht. Und auch die EU befasst sich mit dem Thema und möchte mehr in die Vorsorge und in die Forschung investieren, vor allem aber auch in die Gleichstellung. In Rumänien ist es 16 Mal schwieriger, die richtige Therapie für bestimmte Krebsarten zu bekommen, als es das in Deutschland ist, obwohl beides EU-Staaten sind. Hier möchte man eine Angleichung schaffen, hier möchte man dafür sorgen, dass es eben auch gesundheitlich den Menschen zum Beispiel im Osten der EU genauso gut geht wie in Deutschland, Großbritannien oder zum Beispiel Frankreich. Wir sind bei der Europapolitik angekommen und sehen, der Brexit ist passiert. Geändert hat sich allerdings recht wenig. Die ganzen Verträge und so weiter gelten eigentlich immer noch als Übergangsregelung bis Ende des Jahres. Jetzt gilt es darum, ein Handelsabkommen mit Großbritannien abzuschließen. Das wird vermutlich sehr, sehr schwierig werden, in 11 Monaten durchzuprügeln. Wir werden sehen, wie sich das ändert. Vermutlich werden wir aber nicht mehr so viel vom Brexit und von Großbritannien hören bis Ende des Jahres. Erstmal sind eigentlich alle, Großbritannien, aber auch die EU, alle sehr, sehr froh, dass es jetzt endlich durch ist, dass das Thema gegessen ist und dass man jetzt weiter in die Zukunft schauen kann und Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Wirklich nur ein ganz kleiner Blick noch auf die USA. Wir sehen, das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist jetzt im Senat von den Republikanern abgelehnt worden. Sie haben ihn freigesprochen, was natürlich absolut lächerlich ist, weil sie selbstverständlich wollen, dass er weiter im Amt bleibt, um dieses Jahr wiedergewählt werden zu können. Das Thema hat sich letzten Endes dann also erledigt. Der Wahlkampf in den USA ist jetzt schon im vollen Gange, obwohl die Wahl erst im September, Oktober ungefähr sind. Das ist eigentlich ganz interessant. Hat aber wenig internationale Bedeutung an der Stelle. Interessant ist noch, dass Donald Trump jetzt wieder erlaubt hat, dem US-Militär Landminen einzusetzen, obwohl diese international geächtet sind. Also man sieht, Donald Trump gibt auch wenig auf internationales Recht oder auf Völkerrecht etc. Möchte jetzt auch gerade im Bereich Syrien, Nahe Osten hier wieder Landminen einsetzen. Und wo wir gerade in Syrien und im Nahen Osten sind, bevor wir zur guten Nachricht der Woche kommen, noch ein kleiner Blick eben hier auch auf die Türkei, denn die Türkei ist ja ein wenig nach Syrien einmarschiert, um eine Sicherheitszone zu schaffen. Syrien wiederum bombardiert die Region Idlib, um dort die letzten Aufständischen zu töten und dementsprechend die Kontrolle in Syrien wieder zu erlangen. Das Problem ist, dass auch auf das türkische Militär geschossen wird und andersrum.
Und Erdogan hat jetzt Assad ein Ultimatum gestellt, wonach sich das syrische Militär zurückziehen soll. Assad wird das aber wahrscheinlich einfach verstreichen lassen. Er wird sich nicht von seinem eigenen Land, Territorium vertreiben lassen. Und so sehen wir eventuell in den nächsten Wochen eine offene militärische Konfrontation zwischen der Türkei und Syrien. Und das wäre eine weitere Eskalationsstufe im Syrien-Konflikt. Nicht mehr innerhalb Syriens mit dem Bürgerkrieg, sondern wenn die Türkei hier wirklich mitmischen will und noch weiter sich in das syrische Gebiet eindringen möchte, dann wird es hier offiziell vermutlich auch zum Krieg kommen und da muss jetzt alles dran gesetzt werden, das irgendwie zu schlichten. Wir haben einige Krisenherde jetzt in der Region derzeit und es scheint sich hier ein neuer aufzutun. Von Syrien zu den syrischen Flüchtlingen in Deutschland und der guten Nachricht der Woche. Die Überleitungen diese Woche sind absolut on point. Die Flüchtlinge, die 2013 bis 2016 nach Deutschland gekommen sind, haben zu über 50% jetzt eine feste Anstellung in Deutschland. Über 2/3 der Flüchtlinge haben eine Voll- oder Teilzeitstelle und ich finde das schon mal auf jeden Fall eine gute Nachricht der Woche wert. Es sind nicht, wie von Nationalisten vorhergesagt, die Sozialschmarotzer, die zu uns kommen, sondern zum großen Teil auch welche, die arbeiten wollen, die sich hier integrieren wollen, das mittlerweile geschafft haben und eben auch in unsere Versicherung, Rentensysteme etc. einzahlen. Da sehen wir unter anderem eben auch eine Verbesserung zu den 90er Jahren. Allein von den Zahlen her sind jetzt mehr Menschen im Job als damals noch in den 90er Jahren. Das spricht für eine wesentlich bessere Integration. Das mag unter anderem aber eben auch am Arbeitsmarkt liegen. Es sind einfach Fachkräfte derzeit gesucht. Wir haben mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Der einzige Makel, den wir hier auch trotzdem noch ansprechen müssen, ist, dass wesentlich mehr Männer eine Stelle haben als Frauen. Das ist was, was auch weiterhin angegangen werden muss. Die Integration ist wahrscheinlich nie richtig abgeschlossen und hier müssen wir auch unterstützen. Aber allein, dass so viele Flüchtlinge sich tatsächlich integrieren konnten und jetzt einen festen Job gefunden haben, der ja auch sinnstiftend ist im Leben. Das finde ich definitiv schon mal eine gute Nachricht der Woche wert. Das war's von mir, das war's von dieser turbulenten Nachrichtenwoche. Lasst gern Feedback da, ob euch das zu schnell durchgeheizt durch dieses komplexe Thema gerade in Thüringen war oder ob ihr es lieber noch eine Minute kürzer hättet. Ich freue mich über jede Kommentare und auf jeden Fall auch, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche.